Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du ein Modell kennen, um dein gesamtes Wissen zu strukturieren. Und das ist ein hoher Anspruch und ich selbst kenne das Problem. Ich habe mich so ziemlich für alles interessiert, was mit dem Menschen zu tun hat und die Welt. Ich habe mich für Philosophie interessiert, für Psychologie, für Spiritualität selbstverständlich. Der Kanal handelt darüber. Für Religion, aber auch natürlich für andere Wissenschaften, alles irgendwie, was damit zu tun hatte, zu verstehen, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert die Welt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich viele dieser Inhalte grundlegend zu widersprechen scheinen. Und das hat es für mich natürlich nicht einfacher gemacht, das Ganze irgendwie zu verstehen oder einzuordnen. Im Gegenteil, oftmals war ich verwirrter als vorher, weil ich dachte, okay, die Disziplin oder das Modell sagt das, der sagt das und der Bereich der Wissenschaft sagt wieder was ganz anderes, bis ich auf eine Person gestoßen bin vor einigen Jahren. Die Rede ist von dem Philosophen und Schriftsteller Ken Wilber. Ken Wilber hatte den Anspruch an sich, ein Modell zu erschaffen, was all diese verschiedenen eben genannten Disziplinen sortiert quasi und integriert in einem einzigen Modell. Und da Ken Wilbers Inhalte manchmal schon keine ganz leichte Kost sind, habe ich mir hier für dieses Video einen Experten dazu geholt, und zwar Stefan Schoch. Stefan ist nicht nur Zen-Lehrer, sondern auch integraler Coach. Und ich bin vor einigen Jahren bereits auf ihn gestoßen. Habe ihn für gut befunden, denn als ehemaliger Lehrkörper hat er unglaubliche didaktische Fähigkeiten, komplexes Wissen einfach herunterzubrechen. Das hat mir sehr imponiert. Ich bin sehr froh, dass er mein Gast ist heute in diesem doch recht langen und ausführlichen Interview. Wir sind eingetaucht speziell in die Spiritualität, etwas tiefer. Schwerpunkt ist also die integrale Spiritualität. Und wenn dir Stefan gefällt und wenn dir das Interview gefällt, klick gerne unter dem Video in der Videobeschreibung auf die Links zu Stefans Akademie. Dort findest du jede Menge weiterer Gratisinhalte von Stefan rund um dieses Thema. Und jetzt möchte ich gar nicht länger drum rumreden und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Stefan, Hi Patrick, grüß dich. ich freue mich ganz besonders, dass ich dich hier heute dabei haben darf als meinen Gast. Und das große Thema heute lautet Ken Wilber, integraler Ansatz. Ja. Und wir kennen uns ja. Wir haben uns vor einigen Jahren schon kennengelernt, flüchtig, und da bist du mir aus der Masse in Deutschland ins Auge gestochen bezüglich des integralen Ansatzes und im Kontext von Ken Wilber tatsächlich. Ja. Und der Austausch mit dir war für mich immer sehr bereichernd, deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute mein Gast Ja. bist. Und vielleicht für die Zuschauer direkt mal ganz allgemein als Einstiegsfrage: Ken Wilber, wer ist das überhaupt? Also vielleicht bevor wir damit anfangen, würde ich erst auch noch mal gerne Hallo Patrick sagen und auch, dass ich mich wirklich freue auf dieses Gespräch. Und auch, sagen wir mal, genau deswegen freue, weil es eine Gelegenheit ist, so wie wir eben auch vorgesprochen haben, vielleicht mal einfach über das Integrale und über Ken Wilber auch so viel wie notwendig zu sprechen. Warum? Um es, sagen wir mal, so niedrigschwellig wie möglich einfach mal den Menschen so ein bisschen bekannter zu machen. Was ist das denn eigentlich, worüber die da reden, wenn da Ken Wilber im Raum, also der Begriff im Raum ist oder das Integrale im Raum ist? Und das ist mir eben wirklich ein Herzensanliegen, ne? Das eben auch mit viel in meiner Arbeit einfach den Menschen näher zu bringen und vor allen Dingen zu gucken, wie kann man nicht nur schlau darüber reden, sondern wie kann man es denn anwenden? Also wie kann man denn da was Nutzbringendes draus ziehen? Das ist so, wäre so quasi mein Ansatz. Ja, das sind dann ja immer die zwei Paar Schuhe, ne? Das kognitive Durchdringen und auch den Nutzen, den man denn davon haben könnte. Ja. Und das war was, was ich früher schon sehr spannend fand bei dir. Du baust das Ganze didaktisch natürlich auch aufgrund deiner Vorgeschichte entsprechend ansprechend auf, so dass auch Leute wie ich es dann tatsächlich verstehen können. Ja.
Ja, was würdest du sagen? Wie nimmt man einen Einstieg bei diesem riesigen Thema integralen Ansatz, Ken Wilber? Das ist eine super gute Frage. Also vielleicht genau sogar dadurch, dass wir noch mal kurz einen Moment darauf schauen, warum ist das überhaupt, warum könnte das eine gute Idee sein, auf so eine intellektuelle oder kognitive Art und Weise einzusteigen? Ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, die hat noch mal darauf hingewiesen, ja, wir Deutschen sind das Land der Dichter und Denker. Also ich glaube, Dinge in zumindest einer hinreichenden Art und Weise verstehen zu können, also unseren Verstand auch mitzunehmen und zu bemühen und dann uns damit quasi auf den Weg zu machen und zu gucken, was können wir denn für Erfahrungen damit machen und wie können wir das denn anwenden. Das ist mindestens mir persönlich sehr, sehr nahe und deswegen ist mein Zugang eben auch durchaus ein intellektueller, also ein über das Verstehen, aber dann in die Erfahrung und in die Anwendung gehen. Und ich würde es für mich so formulieren mit einem ganz einfachen Satz. Wenn es mir darum geht, Dinge zu verändern, also mich zu entwickeln oder Probleme zu lösen oder was auch immer, ich kann die Dinge erst dann wirklich verändern, wenn ich sie sehen, also wenn ich sie wahrnehmen kann. Was ich nicht wahrnehmen kann, kann ich nicht verändern. Und um etwas wahrnehmen oder sehen zu können, ist gut davon eine Vorstellung zu haben, wonach gucke ich denn? Also quasi einen Begriff oder eine Landkarte davon zu haben, wonach ich denn gucke. Und da ist eben genau der integrale Ansatz, wie ich finde, wahnsinnig hilfreich. Jetzt ist es ja so, dass bei dem Einstieg in das Thema für diejenigen, die Interesse daran haben, sich zu verändern, wir ja eigentlich davon ausgehen müssten, dass wir eine unglaublich große Zielgruppe haben von Menschen da draußen, für die das interessant sein müsste. Nichtsdestotrotz, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist der integrale Ansatz noch nicht in aller Munde oder relativ unbekannt. Was denkst du, woran könnte das liegen? Ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass der integrale Ansatz, sagen wir mal, in seiner vollen Schönheit, also wenn man zum Beispiel solche Bücher hier wie dieses Standardwerk von Ken Wilber nimmt, Eros, Kosmos, Logos, das ist irgendwie so ein 900 oder 1000 Seiten Schinken, das ist verdammt komplex. Ja, dieser integrale Ansatz ist komplex. Warum ist er komplex? Weil unsere Wirklichkeit, unser So-Sein ist komplex. Wir sind sehr komplexe Wesen und leben in einer sehr komplexen Welt. Und Ken Wilber hat den bescheidenen Anspruch, eine Theorie von allem erstellt zu haben. Eine wirklich, also eine so umfassende Metatheorie, kommen wir gleich vielleicht noch gleich zu, die Platz hat wirklich für alle möglichen Phänomene und Erkenntnisse in dieser Welt. Das ist ein riesenhoher Anspruch. Und natürlich ist das, was da ein Ergebnis bei rauskommt, wahnsinnig komplex. So, und jetzt gibt es eben mindestens, sagen wir mal, zwei Möglichkeiten, wie man sich damit beschäftigen kann. Das eine ist, man zieht sich quasi die komplette komplexe Theorie rein, ist dann, wie ich und wir andere auch, möglicherweise total begeistert davon und findet nur leider kaum noch Menschen, mit denen man darüber sprechen kann, außer denjenigen, die sich auch diese komplexe Theorie schon eingepfiffen haben. Und das führt zu so einer Spaltung. Und von daher ist eben genau auch mein Ansatz zu gucken, quasi nur mit dem, wie du das erwähnt hast, mit der Art, wie ich das auch transportiere und darstelle, das so niedrigschwellig wie möglich zu machen, um mal zu gucken, okay, was, wenn man den integralen Ansatz für sich oder für einen Entwicklungsweg quasi anwendet, was für Effekte kann ich denn damit erzielen? Was für einen Unterschied kann das denn machen, um das wirklich zu erfahren und dann so ein bisschen besser zu verstehen und dann wieder anzuwenden und zu erfahren und zu verstehen und anzuwenden? Also immer quasi in solchen Zyklen sich daran dann weiter bewegen zu können. Jetzt gibt es ja unglaublich viele Systeme oder Methoden oder Paradigmen, wie man auf die Welt blicken kann. Sei es gerade, wenn wir über das Thema Bewusstsein sprechen, vielleicht die Psychologie oder die Spiritualität, vielleicht die Esoterik. Und auch da haben wir ja wieder etliche Verzweigungen. Wir hatten das im Vorgespräch schon kurz angeschnitten. Wir haben die Kabbala. Ich selbst bin ja auch Freimaurer. Da gibt es alleine da unglaublich komplexe Systeme und ja, so mannigfaltige Strömungen und verschiedene Perspektiven, die Wissenschaft noch komplett außen vor genommen da. Was würdest du sagen, wieso ist für dich der integrale Ansatz trotzdem, ich sag mal, die höchste Metaebene, wenn man das vielleicht so nennen kann?
Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären und ganz einfach zu verstehen. Ich würde mal fast sagen, all die Beispiele, die du mir vorhin genannt hast, will an niemandem zu nahe treten, aber ich würde mal vermuten, die sind eben auch teilweise, also historisch gesehen, alte im Sinne von eine sehr lange Zeit aufgebaute Ansätze. Und die haben aber so ihren Blick auf die Welt und sind als mehr oder weniger geschlossene Systeme, beschreiben sie aus ihrer Perspektive den Ausschnitt von Wirklichkeit, um den es da tatsächlich geht. Und der integrale Ansatz ist eigentlich genau deswegen Metatheorie, ist nicht quasi eine neue, die wir neben die anderen Theorien stellen oder anderen Modelle stellen, wenn man das so nennen will, sondern das ist ein Blick auf das gesamte Feld Theorien oder Modelle und die Frage, wie hängen die denn miteinander zusammen? Wie kann ich daraus Sinn generieren, dass da teilweise Sachen sind, sagen wir mal, wie die Hardcore oder die wissenschaftliche Betrachtungsweise und die Esoterik. Wie geht denn sowas zusammen? Das passt ja gar nicht zusammen. Und mich da quasi zu fragen, wie sieht quasi ein System, ein Ordnungssystem aus, in dem das alles seinen Platz haben kann? Und ich sag mal so, die kürzeste Form vielleicht, wie man die gesamte integrale Theorie zusammenfassen kann, zeigt sich schon in einem der Zitate von Ken Wilber, der in irgendeinem Kontext mal gesagt hat, all is true, but partial. Also alles ist wahr, aber unvollständig. Und das, was da dahinter steckt, ist der Ansatz quasi oder die Haltung in dieser Betrachtungsweise. Ach ja, wenn wir sowas wie die Kabbala nehmen oder die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise oder die Psychologie oder bestimmte Seitenzweige aus der Psychologie, davon auszugehen, jede dieser Betrachtungsformen bringt ihren Teil der Wahrheit mit. Und wie können wir das Ganze zu dem Thema, zu dem wir gerade unterwegs sind oder wo wir unsere Fragen stellen, in einen sinnvollen Zusammenhang, also in eine größere Vollständigkeit zusammenbringen. Das ist eigentlich der Hauptaspekt. Der Rest sind dann Details. Ich hatte irgendwann im Kontext oder auf meiner persönlichen Recherche über Ken Wilber mal gelesen, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, du bist da mehr im Thema, dass er sich irgendwie jahrelang zu Hause eingeschlossen hat mit Hunderten, wenn nicht Tausenden an Post-its mit zig verschiedenen Ansätzen drauf und da versucht hat dann irgendwie, okay, wie passt das zusammen? Stimmt das? Also, ob es genau stimmt, ich war selber nicht dabei, aber zumindest diesen Mythos kenne ich auch. Also, ich kenne diese Geschichte auch, aber ich glaube sogar irgendwie aus einer seiner eigenen Schriften, wo er das selber so beschrieben hat, dass er eben wirklich am Anfang, als er dabei war, sagen wir mal, den integralen Ansatz mitzuentwickeln oder zu entdecken, muss man eher sagen, war eben genau die Fragestellung, ne? Und also, ich habe das Bild so gesehen, dass er irgendwie wirklich verschiedene Schriften hatte und Bücher und hat die über dem Boden verteilt, vor sich ausgebreitet, alle gelesen und sich gefragt, so, verdammt nochmal, Entschuldigung, was ich über das gesagt habe, wie hängen die zusammen? Diese Frage, ne, dieses zweites Zitat, nobody is smart enough to be wrong all the time. Ne, also keiner, ich sag, clever genug, die ganze Zeit nur Blödsinn zu reden. Das heißt, jeder von diesen bringt doch irgendwie irgendein Stückchen Wahrheit, einen Teil zur Wahrheit mit. Und wie kann das sein, dass sie sich vermeintlich teilweise so extrem widersprechen? Und hat da eben wie gesagt, nach einer Art Struktur oder Ordnungskriterien gesucht, wie man das Ganze einsortieren kann. Und dabei ist eben zum Beispiel sowas rausgekommen wie die vier Quadranten als ein Element, ne, wo das individuell Innere, also sowas wie die Psychologie zum Beispiel, beschäftigt sich vielleicht mit dem individuell Inneren von mir oder von dir, kann keiner von außen sehen, kann man irgendwie, ne, nur durch einen Dialog erfahren. Und das individuell Äußere und kollektiv Äußere und Innere, ich will da gar nicht auf die Details eingehen, aber das wäre genau ein System, mit dem man sich beschäftigen kann, wo man dann erkennt, so, wenn ich die jeweils diesen Feldern zuordne, dann sehe ich die Gemeinsamkeiten, da wo die zusammengehören und dann wird auch deutlich, warum eben zum Beispiel eine Betrachtungsweise, die sich mit dem individuell Inneren, also subjektiven Phänomenen beschäftigt, natürlich Schwierigkeiten haben muss mit einer Betrachtungsweise, die sich mit objektiv messbaren äußeren Kriterien beschäftigt. Die gucken einfach auf unterschiedliche Aspekte dieser Wirklichkeit. Und wenn du das so erzählst, also das erschließt sich mir erstmal komplett. Wir haben etliche spirituelle Systeme seit ja, Jahrtausenden, müssen wir sagen, wenn wir an den Hinduismus zum Beispiel zurückdenken, die unglaublich komplexe
Landkarten, kann man wahrscheinlich schon fast sagen, von diesen inneren Zuständen haben. Und wenn du das so sagst, okay, die einen beschäftigen sich vielleicht mehr mit dem inneren Erleben, während du hast jetzt die Psychologie genannt, vielleicht sich gerade die empirische Psychologie mit dem Messbaren im Außen beschäftigt, vielleicht mit dem Verhalten, Reaktionszeiten und sowas, dann klingt das für mich, als würde der integrale Ansatz, wenn den mehr Leute erfahren würden oder mehr Bewusstsein dafür wir bekämen, auch unglaublich zuträglich sein für ein friedvolleres Miteinander. Interdisziplinär und auch interreligiös vielleicht sogar. Gibt es da sogar Ansätze vielleicht von Ken Wilber selbst? Ken Wilber hat also eines von den vielen Büchern, die er geschrieben hat, das Integrale Spiritualität, hat, glaube ich, sogar den Untertitel Spiritualität rettet die Welt oder so ähnlich, ist in dem Deutschen ein bisschen krass formuliert. Da geht es aber letzten Endes um Folgendes. Wenn man die ganze Geschichte in einer zeitlichen Skala sich mal anguckt, also nur auch über die menschheitliche oder die Entwicklung der Menschheit hin, dann gab es irgendwann vor 300, 500 Jahren oder so gab es die Phase der Aufklärung, ne, also wo die wissenschaftliche Denkweise und Betrachtungsweise eben entstanden ist mit einem Irrsinnsfortschritt in Sachen eben Naturwissenschaften und Technologie und all die Dinge, die wir heute nutzen, zum Beispiel, um überhaupt so ein Interview führen zu können, die gründen quasi darin, dass die Wissenschaft da so irrsinnige Fortschritte gemacht hat. Das hat aber quasi auch einen Preis. Weil bei dieser wissenschaftlichen Betrachtungsweise ist der Fokus eben sehr auf das, was man messen kann, das, was man von außen sehen kann. Und deswegen zum Beispiel ist in der wissenschaftlichen Sichtweise auf die Psychologie sehr der Fokus auf das, was man messen kann und zählen kann und wiegen kann zum Beispiel. Bei den spirituellen Traditionen, also zumindest sagen wir mal bei dem jeweiligen mystischen Zweig von spirituellen Traditionen, der sich also mit dem Inneren, mit den inneren Phänomenen beschäftigt, das kann ich aber nicht sehen, das kann ich von außen nicht messen, das kann nur jeder subjektiv für sich selber erfahren. Und da würde ich sagen, ist im Zuge dieser starken Orientierung auf Wissenschaften, ist das so ein bisschen verloren gegangen, der Kontakt zu diesem inneren Reichtum eben auch, weil ja, aber das kann man doch, das ist doch nicht objektiv, ist manchmal so ein Argument, was da kommt. Nee, ist es nicht. Es ist rein subjektiv. Und das hat aber deswegen ja nicht weniger Daseinsberechtigung oder nicht weniger Wirklichkeit oder auch gar nicht weniger Wirklichkeitskraft möglicherweise. Ja? Und deswegen zu gucken, eben in dem integralen Ansatz, und das ist ein Ansinnen tatsächlich von Ken Wilber auch zu gucken, wirklich diese beiden Bereiche, also Wissenschaft und Religion oder Wissenschaft und Spiritualität, vielleicht gar nicht unbedingt zusammenzubringen, aber eben zu einer Haltung beizutragen, die erkennen kann, ja, das sind beides Betrachtungsweisen unserer Wirklichkeit, die sich deutlich voneinander unterscheiden und beide haben ihren Sinn und ihren Platz. Und dann kann ich gucken, wofür kann ich denn wissenschaftliche Methode und eine wissenschaftliche Betrachtungsweise richtig sinnvoll und zielführend nutzen? Wo kommt sie möglicherweise an ihre Grenzen? Wofür ist eine spirituelle Betrachtungsweise oder eine spirituelle Praxis wirklich hilfreich? Wo hat die ihre Grenzen? Und dann kann das beides mindestens wunderbar miteinander koexistieren. Da rennst du tatsächlich auch offene Türen ein bei mir. Ich habe im Kontext meines Psychologiestudiums auch über die Geschichte der Psychologie gelesen und da hieß es dann am Anfang irgendwie 1880 Wilhelm Wundt und Fechner und wer da war, die Begründer der Psychologie quasi und sehr fokussiert auf das Messen und auf das Verhalten, auf die Empirie dahinter. Und ich habe jetzt zufällig vor 2 Wochen, und da kam auch mein erneutes Aufflammen für Ken Wilber wieder, integrale Psychologie in die Hand genommen und habe da in den ersten Seiten, glaube ich, sogar gelesen, dass Ken Wilber ein Buch schreiben wollte über die Geschichte der Psychologie. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass alle geschrieben haben, dass die Psychologie aus dem Nix entstanden sei, 1880 oder sowas, in irgendeinem Labor in Deutschland, von jemandem wie Fechner, der sehr auf die Empirie bedacht sei, dass das aber gar nicht Fechners eigentlicher Grundgedanke war. Und er hat dann geschildert, dass er in einem Antiquariat irgendwo in den Staaten ein altes Buch von Fechner gefunden hat, der selbst einen sehr integralen Ansatz eigentlich verfolgte. Und
Ich merke das jetzt auch, dass die Psychologie sich sehr daran klammert, an dieser Empirie, denn das gibt ihr so ein bisschen diesen repräsentativen Stellenwert nach außen hin. Hier, wir können das jetzt messen, wir sind objektiv. Und das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Fluch und Segen am Ende des Tages. Denn dadurch, dass man sich so abgrenzen möchte, bewusst von der Esoterik und der Spiritualität, hat man natürlich gewisserweise ein bisschen mehr Objektivität, aber verrennt sich vielleicht auch, weil wir so viel mitnehmen können aus der Esoterik oder der Spiritualität. Und für die Zuschauer, du bist ja selbst neben dem integralen Coach auch im Zen unterwegs. Ja. Also wäre die nächste Frage an dich, was sind da die Inhalte aus der spirituellen Seite vielleicht, die dir persönlich sehr viel geben oder sehr viel mitgegeben haben? Ich will den Bogen nochmal machen zu dem, was du gerade gesagt hast, und dann kommen wir gerne zu dem, inwieweit mein Zen-Lehrer sein und mein naturwissenschaftliches Selbst, sagen wir mal, sich denn überhaupt miteinander vertragen können. Wie kann das denn sein, ne? Und der Punkt, den du angesprochen hast, da würde ich sagen, der betrifft noch nicht mal nur für die Psychologie zu, sondern ganz auch sogar, wenn man auf Biologie und Medizin dann guckt und gerade so auf die Entwicklung eben, sagen wir mal, diese naturwissenschaftlich-philosophische Betrachtung. Wie haben die Naturwissenschaften sich denn entwickelt? Und manche sagen ja so, die Physik ist die Königsdisziplin der Naturwissenschaften, weil die ist so schön objektiv und da kann man so schön alles messen und beschreiben. Da kann man doch genau erkennen, wie es denn wirklich, wirklich ist. Weil da kann man dann nicht mehr so viel drüber streiten, kann man messen, kann man berechnen. Ha, so ist die Wirklichkeit. Das ist so, sagen wir mal, die Königsdisziplin der naturwissenschaftlichen Methoden, eben genau die empirische Beobachtungs- und Betrachtungsweise. Die funktioniert aber unter anderem eben, indem sie analysiert, indem sie sich auf Teile fokussiert und dann diese Teile ganz akribisch untersucht und da wunderbare Aussagen zu treffen kann. Was für die physikalische Welt absolut genau die richtige Methode ist. Wenn wir aber über so etwas Ganzheitliches nachdenken, wie das Menschsein zum Beispiel, wo ja dann die Biologie, zum Beispiel unsere Biologie, also die Lebenswelt beschreibt, wie will ich denn die Lebenswelt beschreiben, wenn ich anfange zu analysieren und mich auf Teilaspekte beschränke? Dann geht mir mindestens immer irgendwas aus diesem ganzheitlichen Aspekt verloren. Also das ist schon so ein Hinweis. Und es war eben, weil die Naturwissenschaften aufgrund der Kraft, sagen wir mal, und der Leistungsfähigkeit, die dann Physik und Technologie gebracht haben, haben Wissenschaftsbereiche wie die Psychologie oder die Biologie und damit auch die Medizin, die haben sich irgendwie so ein bisschen danach orientiert und versucht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und die Frage ist, inwieweit dabei eben so ein ganzheitlicherer Blick ein Stück weit vielleicht verloren gegangen ist. Und inwieweit nicht vielleicht zu einem ganzheitlichen Blick, wie gesagt, genauso der Blick von außen auf die objektiv messbaren Kriterien wichtig ist, gar keine Frage, aber eben auch der völlig subjektive Blick nach innen meiner eigenen inneren Phänomenologie. Ja? Und das ist quasi, und das ist, um die zweite Frage zu beantworten, was hat denn der Zen-Lehrer zu tun, sagen wir mal, mit dieser Art von wissenschaftlichen Betrachtungsweise? Naja, genau das. Die wissenschaftliche Betrachtungsweise, die kann mir nicht helfen, Sinn irgendwo in der Welt oder im Leben zu erkennen. Den Sinn erkenne ich dann, wenn ich meine Reise nach innen mache und wenn ich innen zum Beispiel irgendeine Art von meditativer oder spiritueller Praxis benutze. Und dann ist vielleicht genau die Frage, sind das jetzt zwei Dinge, die völlig unabhängig, am besten mit einer klaren Trennmauer dazwischen irgendwie nebeneinander stehen und sich besser gar nicht berühren könnten? Und wie kriegt man die denn in einem Menschen zusammen? Das war für mich von meiner eigenen Historie her, ich bin selber in einem sehr naturwissenschaftlich orientierten Umfeld aufgewachsen, als kritischer Denker, naturwissenschaftlich denkend, alles hinterfragend. Und habe irgendwann so in der Mitte meines Lebens, genau, ist ja schon so ein bisschen mal mich mit verschiedenen spirituellen Methoden und Praktiken beschäftigt und da erste spirituelle Erfahrungen gemacht und habe genau dieses Dilemma gehabt, irgendwie, das hat aber doch, da ist doch was, also merke ich doch selber, kann aber Wissenschaft nicht erklären.
Und da waren eben, da war weder die wissenschaftliche Erklärmethode hilfreich, noch, sagen wir mal, die alten traditionellen spirituellen Sichtweisen. Und da eben den integralen Ansatz auch zu nutzen, zu verstehen, wie können die beiden quasi friedlich nebeneinander existieren. Für mich ganz konkret bedeutet das, dass, ich formuliere das immer so, dass, als hätte mein Verstand da gestanden und gesagt, hör mal auf, bevor ich das nicht verstehe, was hier passiert und was wir hier machen, vorher vergiss das mal gleich mit irgendwelchen Erkenntnissen, da gehen wir nicht weiter, diese Tür bleibt zu, da bleibe ich jetzt davor stehen. Als ich dann langsam durch die intensivere Beschäftigung mit dem Integralen quasi verstanden habe, also mein Verstand verstanden hat, wo die Grenze des Verstehenkönnens ist, wo die Grenze der wissenschaftlich-logisch-rationalen Betrachtungsweise ist, da war dann irgendwann klar, ja gut, okay, also wenn man das sowieso mit dem Verstand nicht begreifen kann, naja, dann mach doch jetzt mal deine Erfahrung und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und seitdem würde ich sagen, gelingt das sehr gut, das so friedlich miteinander koexistieren zu lassen. Und so bist du dann auch zum Zen gekommen final oder führte dich der Zen hin zu der Erkenntnis? Beides hat sehr miteinander zu tun, würde ich sagen. Das ist miteinander verschränkt. Ich würde mal so sagen, vielleicht einer der Gründe, warum ich dann beim Zen geblieben bin, ist, weil eben gerade im Zen eben nicht mit irgendwelchen, sagen wir mal, mit irgendwelchen bildhaften Konzepten gearbeitet wird, mit irgendwelchen Gottesbildern, Vorstellungen und, sagen wir mal, irgendwelchen alten mythischen Konzepten noch, die ich dann ein Stückchen weit glauben muss. Zen ist sehr geradlinig, geht sehr durch, sagen wir mal, direkt zu der direkten, unmittelbaren Erfahrung und Erkenntnis. Wie ich diese Erfahrung oder Erkenntnis dann interpretiere und artikuliere zum Beispiel, ist relativ offen. Und das würde ich aus einer integralen Perspektive sicherlich anders machen als ein Zen-Praktizierender, was weiß ich, vor ein paar hundert Jahren in der Zen-Tradition. Ja. Und deine spirituelle Praxis, wie sieht die aus? Ist das dann generell Meditation, starker Fokus, versuchst du dich in Achtsamkeit zu üben, möglichst den ganzen Tag? Ist das primär Atmung oder viel über Bewegung? Ja, super gute Frage, ganz besonders eben in, sagen wir mal, so einer, ne, postmodernen oder dann integralen Umgebung auch. Was ist denn da eigentlich eine spirituelle Praxis? Also eine Antwort, ganz klar, ich versuche darauf zu achten, möglichst den ganzen Tag zu atmen und das Atmen nicht sein zu lassen. Das wäre nämlich, glaube ich, blöd. Ansonsten hat spirituelle Praxis wirklich verschiedene Komponenten. Eine ist tatsächlich, und das denke ich mal, ist unverzichtbar, ist einfach unter anderem auch ein Genuss, ist einfach das wirklich regelmäßige Sitzen im Sazen, also die stille Sitzmeditation. Ja, um einfach wirklich einzutauchen, sagen wir mal, in den Zustand, alles das da sein lassen zu können, was sowieso die ganze Zeit da ist. Und eben einzutauchen, sagen wir mal, in diese tiefe, entspannte Gelassenheit des beobachtenden Zeugen, der sowieso die ganze Zeit da ist. So, das also einerseits durch eine formale Meditationspraxis und eine Meditationsmethode, wie eben Sazen, ne, also sitzen in Stille tatsächlich auch zu üben. Der andere Aspekt ist aber der, und das ist in der buddhistischen Tradition oder in der buddhistischen Philosophie sogar drin, das ist der achtfache Pfad. Also im Buddhismus gibt es ja ganz viele diese Zähllisten. Ne? Da gibt es irgendwie die drei Geistesgifte und die vier links und die fünf das und den achtfachen Pfad. Und der erste Schritt auf dem achtfachen Pfad, wenn man also sich auf den buddhistischen Weg begeben will, ist die rechte Sicht, also die rechte Philosophie. Und damit ist nach meinem Verständnis gemeint, eben genau eine Landkarte zu haben, ein Verständnis davon zu haben, wie kann denn das, was ich in meiner spirituellen Praxis, sagen wir mal, selber erlebe und erfahre, wie kann das denn möglichst integriert zusammengehen mit meinem Weltbild, mit meiner Philosophie, damit es eben nicht zwei getrennte Bereiche sind. Damit ich zum Beispiel nicht meine spirituelle Praxis benutze als Weltflucht, und mich auf mein Kissen setze und da in Glückseligkeit vor mich hinschwelge, aber tagsüber, sorry, immer noch das gleiche Arschloch bin, was ich vorher auch war. Ja, also wenn sich da nichts verändert, würde ich immer denken, ups, dann läuft da was noch nicht so ganz richtig.
Gerade das ist, glaube ich, auch heute ein ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe das oft. Ich bin ja auch durch meine Coaching-Tätigkeit in vielen spirituellen Gruppen, auch in den sozialen Medien, was eine sehr spezielle Erfahrung ist, auch dann immer wieder. Und da erlebe ich oft, dass Erleuchtung gegebenenfalls verwechselt wird, ein Stück weit mit Apathie. Mit Anteilnahmslosigkeit, man sitzt auf dem Sofa und macht nichts im richtigen Leben und sagt dann, ja, es ist doch alles schon gut, so wie es ist und das ist das Schicksal und so weiter. Und gerade da, glaube ich, ist das, was du gerade angesprochen hast, ein wichtiger Hinweis. Denn es gibt ja diese zwei radikalen Ansätze. Ich höre das auch oft als Frage, soll man jetzt sein ganzes Leben irgendwo auf dem Stein sitzen in der Höhle und in tiefer Meditation oder soll man sich vielleicht weiterentwickeln, bilden, vielleicht Erfolg anstreben? Wie kriegt man das zusammen? Und da hilft der integrale Ansatz denn ja auch schon ungemein, ne? Da hilft der integrale Ansatz ungemein. Da würde ich aber sagen, da helfen andere Ansätze sogar auch schon tatsächlich. Da sind einfach ganz viele Missverständnisse auch im Feld, würde ich mal sagen. Weil wenn man allein auch ganz ohne den integralen Ansatz sich die Geschichte des Buddhismus anschaut, dann sieht man eben, dass die, ne, gibt verschiedene Stufen, ist die Frage, wie man da eine Zählweise macht, ist ja egal. Aber sagen wir mal, dass die ganz ursprünglichen Stufen, da war es wirklich, ne, die Idee von Nirvana. Und Samsara, also Samsara, die Welt des Leidens, ne? Buddha hat ja erkannt, ne? Leben ist Leiden und es gibt einen Weg aus dem Leiden. Und in den frühen Zeiten des Buddhismus war der Weg aus dem Leiden, dieses Samsara, also diese Welt der Realität und des Leidens und Älterwerden und Sterbens, quasi zu verlassen ins Nirvana, sich damit von dieser Welt zu lösen und eben als der Arhat, ne? Auf dem Stein oder in der Höhle oder auf dem Meditationskissen zu sitzen. Und wirklich einen Zustand von tiefster Entspannung, Gelassenheit und vielleicht sogar Glückseligkeit zu erleben, aber eben getrennt von der Welt, von Samsara quasi im Nirvana. So, und in den dann schon, wann das angefangen hat, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber in den aktuelleren buddhistischen Schulen hat sich das eben irgendwann geändert. Da ist nicht mehr das Idealbild, sagen wir mal, der Arhat, der auf seinem Kissen vor sich hin grinst, sondern da ist es der Bodhisattva, der genau die Erkenntnisse aus der spirituellen Praxis aber wieder in den Marktplatz bringt, also damit zurück ins Leben geht und guckt, was kann ich denn für mich, wie kann ich denn mein In der Welt sein durch diese Erkenntnisse verändern und wie können wir dadurch diese Welt zu einem besseren Ort vielleicht tatsächlich machen. Würdest du sagen, dass du hast jetzt gerade das Nirvana angesprochen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als gäbe es so eine Art vielleicht universelles Muster interkulturell oder interreligiös von im Buddhismus ist es dann vielleicht von Samsara zu Nirvana. Im Hinduismus heißt das der Nirvana-ähnliche Zustand, glaube ich, Moksha. Vielleicht ist es ein Synonym für Erleuchtung oder für Transzendenz. Was ich da als Schnittmenge sehe, ist vielleicht die Einheit als Ergebnis und die Zweiheit oder die Dualität vielleicht oder die Täuschung, nennen es vielleicht mal, als Weg, durch den man hinkommt zur Einheit. Würdest du sagen, dass es das auch ist, was du erlebst, wenn du wie eben vom Beobachterzustand gesprochen hast? Ich versuche die Frage mal so untechnisch und einfach wie möglich zu beantworten. Wir sind aber jetzt halt in einem sehr, ja, in einem tiefgründigen und nicht so einfach zu begreifenden Umfeld. Ich versuche es trotzdem mal. Als erstes würde ich sagen, ja genau, ne, die unterschiedlichen Weltreligionen oder Traditionen sind eben jeweils in einem unterschiedlichen Kontext entstanden. Viele dieser Traditionen haben jeweils Religionsstifter und Gründer, die aufgrund einer eigenen tiefen mystischen Erfahrung, sagen wir mal, diese Schule gegründet haben. Und ein wesentlicher Aspekt für die Adepten oder für die Schüler dieser Tradition war, zu praktizieren, um selber für sich diesen Zustand zu erreichen und dann quasi Methoden und Philosophien zu entwickeln, wie man dieses ganze Lehrgebäude dann auch weiter transportieren kann. Ne? Also das war zum Beispiel, muss man ganz klar sagen, ne? Da habe ich nicht nur etwas gelernt, wie wenn ich was lerne, wenn ich Physik lerne zum Beispiel,
sondern ich habe das angewandt und praktiziert. Und dann zum Beispiel darüber mich ausgetauscht, guck mal, ich erkläre dir mal, was ich erfahren habe und dann gleichen wir das mal ab mit dem, was du erfahren hast und dann gucken wir mal, ob wir damit möglicherweise, ne, was unsere spirituelle Schule angeht, auf dem richtigen Weg sind. So, das ist das eine. Jetzt sind die alle an unterschiedlichen Orten dieser Welt entstanden. Wenn ich aber ja in meine eigene innere Wirklichkeit eintauche, dann ist es ja eigentlich dieselbe Wirklichkeit. Es ist diese eine große Globus und diese eine große Wirklichkeit, die wir miteinander teilen. Wie wir die beschreiben, wie wir die benennen, mit welchen Worten, mit welcher Sprache, mit welchen kulturell gefärbten Bildern zum Beispiel, ist natürlich davon abhängig, wo in, also auch auf welchem Ort in dieser Erde ist das denn entstanden. Ne? Dass im Christentum zum Beispiel von der Herde mit den Schafen die Rede ist, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass da, wo die Christentum entstanden ist, gab es viele Herden mit Schafen. Ja? Und in anderen Teilen dieser Erde gab es die nicht. Und deswegen tauchen da keine Herde und keine Schafebilder auf. Das ist relativ einfach. So. Wenn man sich jetzt mal, und da benutzen wir jetzt einfach mal ein paar integrale Begriffe aus dem integralen Modell. Wenn wir so in dem normalen Alltagsgeschehen, in der Alltagswelt unterwegs sind, dann sagen wir, das ist die manifeste Ebene. Also manifest, die grobstoffliche, die kann man anfassen. Ne? Da sind so die normale Welt, in der wir unterwegs sind. Wenn wir uns jetzt auf die Reise der Erforschung unserer Innenwelt begeben, dann ist die erste Ebene, sagen wir mal, in die wir dann eintauchen, ist die subtile Ebene. Das sind dann subtile, feinstoffliche Phänomene. Was heißt das? Das sind Phänomene, die kann ich nicht mehr anfassen. Die kann ich auch nicht sehen, da kann ich auch nicht drauf zeigen. Die kann man aber wahrnehmen. Das sind Phänomene, die ich innerlich beobachten kann. Ich kann meine Gedanken beobachten. Ich kann meine Gefühle beobachten. Ich kann bestimmte Energiephänomene beobachten. Also der ein oder andere kennt vielleicht die Kundalini-Meditation und die Kundalini-Kraft, die ich dann trainieren kann und entwickeln kann. Da kann ich, es ist ein subtiles Phänomen, ich kann es nicht anfassen, ich kann es nicht greifen, ich kann es aber sehr deutlich wahrnehmen. Das kann ich üben, kann also diese subtile Ebene quasi explorieren und erforschen. Wenn wir noch tiefer gehen, im Sinne von tiefer nach innen, in die spirituelle tiefen Dimensionen, komme ich irgendwann in den bezeugenden Beobachter, also in das Kausale. Kausa steht hier quasi für den Urgrund, in dem alle diese subtilen und manifesten Objekte oder Phänomene auftauchen. Und da kann man, finde ich, relativ einfach sagen, immer dann, wenn ich etwas beobachte, ein Gefühl, ein Erleben von Glückseligkeit, eine, wer weiß was für eine tolle Energie, selbst ein Eindruck von Weite, ist ein Stückchen weit ein Objekt, welches ich wahrnehme. Vielleicht ein ganz subtiles Objekt. Wenn ich die Praxis weitergehe, immer mehr in das reine subjektive, beobachtende Bewusstsein zu gehen, dann bin ich irgendwann in diesem kausalen, reinen Zeugen, reinen Beobachter, ultimativer Subjektivität. Gibt es unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Traditionen, für die darauf hinweisen, witzigerweise eben auf etwas hinweisen, was kein Etwas ist, sondern weil das nur dieses eine beobachtende, bezeugende Bewusstsein ist. Und wenn wir dann noch weiter praktizieren und bezeugendes Beobachten und Beobachtetes, also alle diese Objekte dieser Welt quasi wieder zusammenfallen, dann sind wir in der Ungeteiltheit, in der Nichtzweiheit von all dem, was hier gerade existiert, vibriert, lebt, pulsiert. Würdest du sagen, dass in letzter Instanz das auch das ist, was wir sind? Das reine Sein vielleicht in letzter Instanz? Der Zen-Lehrer müsste dir jetzt eigentlich die Frage stellen, wer will das wissen? Und deshalb frage ich tatsächlich, weil... Sollte es das sein, in letzter Instanz, was wir sind, dann, ich höre immer die Frage, wer bist du? Dann müsste es ja eigentlich vielleicht heißen, was bist du? Als Frage, um tiefer einzutauchen, oder? Das ist super, super spannende Fragen. Also die Frage, wer bin ich?
oder wer bist du oder wer sind wir, ist mindestens im Zen, ich glaube in ganz vielen anderen spirituellen Traditionen, ist, sagen wir mal, die Kernfrage. Und bei uns im Zen, in unserer Zen-Schule zumindest, ist es eigentlich relativ einfach. Immer dann, wenn auf die Frage, wer bist du, wer bin ich, wer sind wir, eine Antwort kommt, das sind wir nicht. Ja, schön. Das ist völlig, klingt erstmal völlig paradox und das finde ich so witzig, man kann es verstehen. Weil mit der Unterscheidung, die ich gerade gemacht habe, immer wenn irgendein Objekt auftaucht, gibt es ein Subjekt, einen Beobachter, der dieses Objekt gerade beobachtet. Das heißt, wenn ich die Frage stelle, wer bist du? Und da irgendeine Antwort kommt, dann beschreibst du ein Objekt. Und da ist immer noch dieses Subjekt, welches dieses Objekt gerade beschreibt. Das kannst du nicht sein. Und deswegen ist witzigerweise dann die einzige tatsächlich stimmige Antwort an der Stelle auf die Frage ist, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin. Woher soll ich das wissen? Ja, unglaublich spannend. Und wir sind jetzt auch schon ein bisschen abgedriftet, sage ich mal, in eine Tiefe im spirituellen Kontext, um da vielleicht mal wieder ein Stück weit auf die Metaebene zu gehen und vielleicht mal wieder von oben drauf zu blicken und das Ganze etwas griffiger zu machen. Es gibt ja, du hast es vorhin schon angesprochen, von Ken Wilber dieses Quadrantenmodell. Da gibt es 4 Quadranten. Und die behandeln jeweils unterschiedliche Themen. Könntest du das so ganz grob umreißen vielleicht und für den Zuschauer darstellen, wo wir uns gerade befunden haben vielleicht sogar? Ja, gerne. Also vielleicht erstmal noch dazu, ich habe zwischendurch auch die ganze Zeit gedacht, Mensch, verflixt, wir wollten das doch niedrigschwellig machen. Und jetzt sind wir so tief eingestiegen, schon in sehr spezielle Aspekte eben auch aus einer spirituellen Betrachtung oder spirituellen Praxis heraus. Genau. Versuchen wir das doch wirklich tatsächlich gerade mal eben mit diesem einfachen, oder was ist das einfache, mit dieser Quadrantenbetrachtung zu erklären, was wir gemacht haben. Also, ganz einfach gesprochen, sind die Quadranten 4 Felder, 4 verschiedene Perspektiven, durch die ich quasi auf Welt schauen kann. Und die Quadranten aufgeteilt sind die rechten Quadranten, also von dir aus gesehen wären es die rechten, das wären jetzt die rechten, glaube ich, ne? Genau. Sind die rechten Quadranten, sind die äußeren Phänomene, also das, was ich wohl von außen drauf gucken kann, die Objekte. Ne? Deswegen ist die objektive Betrachtungsweise zum Beispiel sind die rechten Quadranten und die linken Quadranten sind die inneren, die subjektiven, also das, was man nicht von außen sehen kann, rein subjektive Phänomene. Und dann gibt es bei den Quadranten eben noch die oberen und die unteren Quadranten. Und da sind die oberen beiden, außen und innen, sind die individuellen. Also mein Inneres zum Beispiel wäre das links oben, dein Inneres links oben, können wir beide jeweils voneinander nicht sehen. Das rechts oben wäre genau das individuelle Äußere. Da sehe ich, ach ja, da sitzt mir jemand gegenüber, der hat einen langen Bart. Hier sitzt jemand, der hat nur einen kurzen grauen Bart. Das ist jeweils unser individuell Äußeres. Ne? Das individuelle Äußere, genau, das unten, das Gemeinsame, das kollektive Äußere ist zum Beispiel, wir sind über Zoom verbunden, da ist ein Internet, spielt eine Rolle und so weiter. Und das sind so die systemischen, strukturellen Bedingungen, die uns ermöglichen, dieses Gespräch zu führen. Und der linke untere Quadrant ist so das Innere von unserem gemeinsamen kleinen Kollektiv hier gerade. Und vielleicht sogar, wenn wir wollen, ist eine Frage der Betrachtungsweise, auch von dem Kollektiv, wo jetzt Zuschauer mit dabei sind. Und da wäre dann zum Beispiel so eine Frage, wie erleben wir gerade innerlich so gemeinsam das? Meine Wahrnehmung ist, wir haben so ein geteiltes Interesse und so eine geteilte Faszination an diesen Themen. Ja? Kann man von außen nicht wirklich sehen. Aber deckt sich mit meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Genau. So, also wenn man das einfach mal nimmt als eine Beschreibung dieser 4 verschiedenen Betrachtungsweisen, wird für mich, finde ich, schon sehr deutlich, oh, wenn ich da grundsätzlich eine komplette Seite irgendwie auslasse oder ignoriere, dann verpasse ich aber was, das wäre aber blöd. Macht doch irgendwie Sinn, möglichst alle 4 mit einzubeziehen. Ne? Und von daher eben, gerade wenn wir über Spiritualität reden, ist natürlich ganz spannend, wirklich zu gucken, ne, dieser oben
Linksquadrant von dir aus gesehen, also mein inneres phänomenologisches Erleben von spiritueller Praxis, das zum Beispiel mal durch einen Dialog, durch ein Gespräch auszutauschen und zu gucken, okay, was kann man denn tun, also welche Praxis rechts oben, unterstützt durch welche Systeme rechts unten, kann ich denn anwenden, um zum Beispiel solche inneren Erkenntnisse zu sagen wir mal, zumindest wahrscheinlicher zu machen oder vielleicht zu ermöglichen. Ja, also das wäre so ein Blick darauf, wie man diese Quadranten zum Beispiel ganz konkret dann nutzen kann oder zumindest nutzen kann, um so eine Situation zu beschreiben. Und wir waren jetzt quasi in dem rechts oben, kann man sagen, gerade thematisch. Links oben. Links oben. Links oben, genau, das innere, ne, Erleben genau von Spiritualität. Ja, genau. Mhm. Und die Psychologie, über die wir uns vorhin unterhalten haben, wäre dann die Gegenseite, also wäre dann entsprechend rechts oben. So, super spannende Frage. Also ich würde mal versuchen, dass die vermuten, dass die Psychologen eher sagen, ja, nee, Moment, aber wir reden doch über die Psyche. Wir reden doch über die menschlich inneren Phänomene. Genau das, was du aber am Anfang beschrieben hast, wegen der starken Orientierung an der wissenschaftlichen Methode, ist es ganz viel beobachten, messen, wiegen und zählen. Also Versuche machen, die irgendwie mit empirischen Methoden durch Beobachtungen dann zählbare Evidenz bringen. Ein anderer Ansatz wäre der, weil eigentlich kann man hinter das, was in dem individuell inneren Quadranten, also in dem individuell subjektiven Erleben von einem Menschen passiert, kann man eigentlich nur rauskriegen, wenn man mit dem in einen Dialog geht. Und das dann vielleicht vergleicht mit Erfahrungen oder Berichten eben von anderen, die vielleicht, sagen wir mal, eine ähnliche Praxis angewandt haben. Unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Wie würdest du die oberen Quadranten, ist, glaube ich, noch relativ greifbar auch für viele. Bei den unteren komme ich dann manchmal schon an meine Grenzen jetzt so aus dem Dialog. Zum Beispiel bei dem kollektiven Inneren. Was könnte man sich darunter vielleicht vorstellen? Um das Beispiel von gerade nochmal zu nehmen, ne? Nehmen wir einfach mal uns beide. Und dann vielleicht die Situation, wir hoffen ja, dass wir das nicht nur alleine machen, sondern dass das irgendjemand sich mal anschaut. Und wenn dieser jemand oder diese jemande, die uns jetzt gerade zuschauen und zuhören, mal da reinspüren, sagen wir mal, wir sind nur zu dritt. Ein Zuschauer belauscht uns beide gerade, während wir uns hier unterhalten. Was entsteht da für ein Gefühl, für ein Gespür dafür, was wir wohl gerade miteinander teilen? Und wenn ich mal von meinem Teil berichte, und du kannst ja mal gucken, ob das bei dir eine Resonanz hat, und Zuschauer, ne, du kannst ja mal gucken, ob das bei dir auch eine Resonanz hat, da ist so eine Faszination, so ein Interesse daran, aber Mensch, da gibt es aber Bereiche in unserem Leben und Dinge zu erfahren, erkennen, zu erforschen vielleicht, die sind jetzt nicht so Alltagsthemen. Und also ich, Stefan, finde das spannend und mein Eindruck ist, du findest das auch spannend und deswegen führen wir unter anderem dieses Gespräch und vielleicht ist es uns ja schon gelungen, unseren Zuschauer da schon so ein bisschen mitzunehmen und anzustecken und dann spüren wir gerade gemeinsam, ach, so ein bisschen so eine verbundene, verbündete Faszination oder so ein Interesse an dem Thema. Gibt es da eigentlich, die Frage hätten wir eigentlich auch gut an Anfang packen können, aber gibt es da so eine, ja, vielleicht sogar so eine Art Zielgruppe, wo du sagst, Mensch, das sind in der Regel Menschen, die sich für solchen Thema begeistern können, oder ist das etwas, entweder man interessiert sich dafür oder nicht? Oh, ich würde sagen, mit Blick auf das, wie wir eingestiegen sind, die Zielgruppe der Menschen, die, sagen wir mal, wirklich Lust haben, sich über sowas in der Detailtiefe zu unterhalten, die ist sehr begrenzt. Die Zielgruppe an Menschen, die, sagen wir mal, an der Nutzung dieser schlichten Quadrantenperspektive, die davon profitieren können, die ist beliebig groß. Weil mir wird jetzt so spontan wahrscheinlich kaum irgendein Bereich einfallen, wo man nicht da, wo es um irgendwie Veränderungen geht, um Konflikte geht, um eine neue Lösung zu suchen, wo nicht
Die konsequente Anwendung mal der Betrachtungsweise durch alle vier Quadranten hindurch, wo die nicht durch, also noch zu zusätzlichen Erkenntnissen führen würde. Das alleine ist in meiner Erfahrung nach schon immer hilfreich. Ich habe auch, du hast vorhin Sachen angesprochen, einmal kurz die verschiedenen Entwicklungsstufen und ich will da jetzt gar nicht zu weit einsteigen, aber es gibt ja Begriffe auch wie Spiral Dynamics zum Beispiel. So. Es scheint sich ja so generell zu entwickeln, dass wir per se immer mehr Ansätze integrieren von den Stufen, die wir durchlaufen haben, gegebenenfalls. Von daher kann man sagen, dass der für die Coaches jetzt vielleicht auch, die uns zugucken, der integrale Ansatz auch mehr als up to date ist. Es ist vielleicht sogar eine notwendige Stufe, die wir jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahren durchlaufen werden. Ja, du hast gerade einen Aspekt dankenswerterweise eingebracht, den hätte ich jetzt sonst unbedingt der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen müssen, damit niemand denkt irgendwie, ach so, der integrale Ansatz irgendwie, da sitzt man auf dem Kissen rum und macht eigene Erfahrungen und dann ordnet man das in Quadranten ein und dann war es das mit dem integralen Ansatz. Ja, das sind Aspekte, die sind sicherlich wichtig und es kommt eben ein ganz wichtiger Aspekt dazu und das ist der, sagen wir mal, der evolutionäre Aspekt oder eben genau der Aspekt von Entwicklung. Und wenn man den Bogen einfach nochmal gerade ein Stückchen für einen Moment weiterspannt, sich nochmal guckt, wir sitzen jetzt hier im 21. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung mit technologischen Möglichkeiten, die sind so faszinierend in einer Welt, die, okay, in einem schwierigen, schwierigen Zustand ist. Wie sind wir denn da hingekommen? Das ist eine 13,7 oder 8 oder wie viele Milliarden Jahre laufende Evolution, im Laufe derer ganz viel allein die physikalischen Elemente irgendwann entstanden sind, die wir in uns tragen. Die ganzen biologischen verschiedenen Entwicklungsdinge, die entstanden, alles das tragen wir in uns. Und wir sind Menschen, die offensichtlich eine kulturelle Entwicklung durchgemacht haben oder eine kulturelle Entwicklungsvergangenheit haben. Wenn man mal guckt, vor ein paar hunderttausend Jahren waren menschliche Kulturen sehr viel einfacher. Und dann sind sie sehr viel komplexer geworden und noch komplexer geworden und noch komplexer geworden. Und ganz viele Dinge haben sich entwickelt, die uns ermöglicht haben, eben auch anders, auch in größeren Gruppen und zu einer viel, viel größeren Anzahl auf diesem Planeten zu überleben. So, was ich sagen will, da ist ein Entwicklungsprozess, der da im Gange ist. Und wenn wir uns diesen Prozess anschauen, dann stellen wir eben fest, Moment mal eben, die menschliche Bewusstseinsentwicklung und damit auch die menschliche Kulturentwicklung, die scheint irgendwie eine Richtung zu haben. Es ist nicht einfach nur eine beliebige Veränderung, sondern da gibt es eine Richtung. Ne, in was auch immer jetzt genau die Kriterien, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen hier. Aber da gibt es eine Richtung und da gibt es offensichtlich mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheidbare Entwicklungsstufen, durch die wir Menschen uns individuell und als Menschheit hindurch entwickeln. Und genau da kommt die Erkenntnis dann irgendwann zum Tragen, die du gerade schon erwähnt hast. Wir sind gerade dabei, quasi uns bewusst zu werden, dass Menschheit sich schon immer entwickelt hat. Uns wird das gerade bewusst, nicht nur, dass das passiert, sondern auch, wie das passiert und wie man diese Entwicklung aktiv mit unterstützen und fördern kann. Zum Beispiel, indem man mal guckt, wie kann man denn sowas wie Spiritualität und Wissenschaft in ein Gesamtsystem bringen, was dann quasi sich gemeinsam miteinander weiterentwickeln kann. Und das ist so dieser Entwicklungsaspekt, der eben zum Beispiel in einem Modell wie Spiral Dynamics dann beschrieben wird, wo man lernen kann, was sind denn die Stufen, wodurch zeichnen die sich aus, was kann eine Praxis sein, sich von einer in die nächste Stufe zu entwickeln, wie kann man als Coach das zum Beispiel nutzen, um seine Klienten da zu unterstützen, wie kann man das als selber Praktizierender für sich selber nutzen, um den eigenen Entwicklungsweg so ein bisschen gezielter zu planen und. Ganz, ganz spannendes Feld. Ja, vielen Dank erstmal für die Ausführung. Vielleicht, um den Zuschauer da nochmal mit ins Boot zu holen, du aus der Zen-Position heraus hast natürlich eine hohe Affinität zur Spiritualität. Die Zuschauer werden es sehen, mein Kanal
steht groß über dem Kanal bei einer Spiritualität. Von daher muss es sich vielleicht so ergeben, dass wir jetzt in dem Thema ein bisschen abgedriftet sind. Es würde dem integralen Ansatz keineswegs gerecht werden, das darauf zu reduzieren. Er ist unglaublich vielschichtiger noch als das, was wir hier umreißen konnten. Und wenn das jetzt trotzdem interessant war für die Zuschauer, wie können die da mehr darüber erfahren? Hast du da noch? Gute Frage, ganz einfach. In den Buchhandel des Vertrauens gehen und mit diesem Buch anfangen und weitere 33 Bücher von Ken Wilber lesen. Kann man machen, macht Spaß, ist total faszinierend. Falls das nicht so unbedingt deins ist, es gibt verschiedene andere Foren und Gremien, wo man sich mal tummeln kann. Auf Facebook gibt es verschiedene Gruppen, die sich mit dem Integralen beschäftigen. Einfach mal gucken, ob das eine Resonanz hat. Das, was ich persönlich selber anbiete, eben über meine Integrale Akademie, sind eben möglichst niedrigschwellige Kurse eben auch und Zugangsmöglichkeiten, sich mal damit zu beschäftigen. Was war das denn hier mit diesen Quadranten und was kann man denn damit anstellen? Und gerade auch in dem Bereich dann eben spiritueller Praxis. Wie gesagt, was mir so ein Anliegen ist, eben einen für den Verstand brauchbares Framing zu haben, was wir da tun und warum wir es tun. Um diesen Bruch zwischen, ups, da habe ich irgendwas erkannt und erfahren und macht aus meiner wissenschaftlichen Sicht überhaupt keinen Sinn, um den so langsam aber sicher aufzulösen. Und wer da wirklich tiefer einsteigen möchte, ich arbeite eben selber als integraler Coach und bilde integrale Coaches auch aus. Da gibt es dann eben auch Möglichkeiten, auf der Akademie dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber wenn es niedrigschwellig sein soll, einfach erstmal unter den genannten Beispielen gucken. Und dann einfach lass dich leiten davon quasi, was dich anspricht. Weil der Punkt ist wirklich der, erstmal zu gucken, ist da ein Interesse da, ist da eine Neugier nach und dann mal wirklich zu gucken, so, und dann folge ich erstmal so den Fäden, wo ich das Gefühl habe, wie ich weiterkomme. Ich werde den Link dann auch zu der Akademie unten in der Beschreibung packen für diejenigen, die das interessant finden, da mehr entdecken wollen. Und gibt es Sachen, wo du sagen würdest, Mensch, da würde ich gerne noch drauf eingehen, das ist zentral, das wollte ich, würde ich gerne noch loswerden, vielleicht sogar. Also vielleicht ein kleines Detail eben auf dieser Akademie gibt es verschiedene kostenlose Angebote, unter anderem eben auch so einen Einstiegskurs nochmal in die integrale Landkarte, der ist kostenlos. Also das ist, kann man sich ganz unverbindlich mal angucken. Ich versuche mal einen Aspekt noch mal zu erwähnen oder zu erklären kurz, warum ich denke, dass eben eine spirituelle Praxis oder damit verbunden dann irgendwann eben auch eine spirituelle Haltung, warum die so wichtig ist. Wenn wir eben vorhin schon gesehen haben, sagen wir mindestens in dieser Zen-Schule, ist eine der entscheidenden Fragen, wer bin ich denn? Und sich dann noch mal zu fragen, was macht das denn für einen Unterschied oder was würde das für einen Unterschied machen? Ob ich mich als von dieser Welt getrenntes Wesen erlebe, was quasi auf eine objektive Welt guckt, die irgendwie gerade ziemlich im Wahnsinn ist und mich da eigentlich nicht wirklich mit verbunden fühle. Oder ob ich eben durch eine spirituelle Praxis, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, diese Kernfrage, wer bin ich? Und sind wir wirklich total getrennt voneinander oder sind wir eigentlich mehr oder weniger alles eins? Ist nicht eigentlich diese biologisch und noch viel mehr diese Welt, diese ganze Umwelt, nicht meine Umwelt da draußen, sondern ist das nicht vielleicht ein einziger Prozess, dessen Teil wir gerade sind und den wir miterleben dürfen? Und wenn ich das wirklich erkannt habe in seiner Tiefe, dann entsteht daraus ganz natürlich ein ganz anderer Impuls, ein anderes Bedürfnis, mit dieser Welt und meinen Mitmenschen auch umzugehen. Ja. Und das, denke ich, hat eben wirklich Auswirkungen dann darauf, auch wie wir in der Welt unterwegs sind und wie wir zum Beispiel mit diesem Globus und miteinander umgehen. Und deswegen finde ich eben eine spirituelle Praxis, die nicht, wie wir gesagt haben, am Anfang eine Weltflucht ist, sondern genau in dieser tiefen Einstieg finde ich die so hilfreich und so wichtig. Ja, schönes Schlusswort. Ich kann da kaum was hinzufügen und ich muss wirklich sagen, und das meine ich zu 100%, so wie ich sage, ich ziehe meinen Hut davor, die spirituellen Erfahrungen, die lassen sich schwer in Worte fassen, wenn überhaupt, aber
das, was man in Worte fassen kann, da ziehe ich immer wieder meinen Hut vor deiner Didaktik und vor dem Aufbau und bin da zutiefst beeindruckt von. Ich habe mir einige Sachen auch schon im Vorfeld notiert und die werde ich wahrscheinlich klauen müssen. Sieh es mir nach. Aber ich möchte mich herzlich bedanken für das Interview mit dir und ich glaube, wir haben noch genug Stoff für eine zweite Folge, vielleicht sogar noch für eine dritte, man wird das sehen. Sehr aber gerne. Vielen Dank, Stefan, dass du mein Gast warst. Sehr gerne. Und zu dem Klauen, bedien dich einfach hemmungslos. Das ist ja kein Klauen, das ist ja das Schöne an Ideen. Die kann man ja nicht wirklich klauen, sondern die vervielfältigen sich dadurch, dass sie wiederverwendet werden. Also nur zu einfach weiterverwenden und nutzen. Ja, sehr gerne. Danke dir, Patrick. Und das gerne, vielleicht zu einem, wir können ja mal überlegen, ob wir irgendwann mal Lust haben, zu einem konkreten Aspekt mal ein Gespräch zu führen. Das könnte ich dann zum Beispiel ein bisschen vorbereiten und nur Materialien, die ich in der Akademie auch verwende, dass wir einfach vielleicht einen konkreten Teilbereich dann vielleicht mal ein bisschen genauer uns angucken. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und da sind die Zuschauer an der Stelle natürlich auch eingeladen, Fragen zu stellen. Schreibt sie gerne in die Kommentare, was war vielleicht unklar, wovon würdest du gerne noch mehr erfahren? Haltet euch da nicht zurück und da werden wir dann uns natürlich auch dran orientieren. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Danke.